Wie soll denn das gehen? Wie kriege ich die denn aus der Therapiesitzung raus? Ich muss der auch mal irgendwann rein. Da sollte ich lieber nicht stören. Doch. Da sollte ich lieber nicht stören. Wie mag ich sie denn da rauskriegen können? Tullius in Therapie bekommen. Bis zum Ende der Welt. Gute Neuigkeit. Ah nein. Ey, komm mit. Da wollte ich doch nicht wieder hin. Das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn das Funger, dann machen wir's. Vielleicht kann man die ärgern. Ärgern kann man die jetzt so nicht. Ich komme nicht rauf, um irgendwelche Sachen zu zeigen. Das wird nicht gehen. Sie hat gesagt, die Therapie soll bis zum Ende der Welt gehen. Das müssten wir jetzt natürlich vorgaukeln, das Ende der Welt, von der Idee her. Kann ich den Liegestuhl da oben dran hängen? Die Idee kann bei den Boden. Da kann ich auch nichts mitmachen. Bei den Boden. Ich brauche. Irgendwie war das noch. Das Zeichen muss sonst wirken. Ich brauche einen Strick. Ich glaube es jedenfalls, dass ich einen Strick brauche. Ja, wir. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus? Ah, unsere Kinderabteilung befindet sich zwar noch im Aufbau, aber wir haben trotzdem schon jetzt eine große Auswahl für Frühaussteiger auf Lager. Ich empfehle die My First Rope Kollektion. Da wird der Strick aus garantiert hautschonender Schafwolle geknüpft. Ey, Mann, nur, es sind aber echt. Boah, ey, Leute. Ich bitte, sehe ich. Wenn Sie sich fragen, ob der Strick auch zu Ihren Sachen passt, wir haben dasselbe Modell auch noch in Ocker, Mauve, Eierschale und Burgunder. Aha. Tatsächlich einer meiner Lieblingsräume aus dem dritten Teil. Zeitschirm. Gar nicht unbedingt nach optischen Kriterien nur, sondern vor allen Dingen inhaltlich. Man ist ja auch als Autor immer so ein bisschen Sklave der Muse sozusagen. Man ist ja immer davon abhängig, dass einem zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Ideen kommen. Und hier an dieser Stelle bin ich der Muse oder der Musigkeit an sich als Konzept mal sehr dankbar, dass sie über seltsame Umwege den Weg zu dieser ungewöhnlichen Gegenüberstellung eröffnet hat. Und zwar haben wir ja hier auf der linken Seite einen Strickladen, auf der rechten Seite haben wir eine Therapiepraxis. Und aufgrund, dass wir uns in einem Krisengebiet befinden, ist halt die Fassade zwischen den beiden Gebäuden eingerissen, sodass der Strickmacher plötzlich einen großen Anstieg in seinem Kundenstamm bekommen hat, weil halt plötzlich die Fassade zwischen der Therapiepraxis und dem Strickladen fehlt und der Strickverkäufer halt plötzlich einen ungewöhnlichen Umsatzanstieg zu verzeichnen hat. Und halt auch sein ganzes Portfolio, sozusagen sein ganzes Repertoire, umgestrickt hat auf Stricke mit nützlichen Schlaufen dran. Ja, und da ist es doch mal eine recht ungewöhnliche Sache, dass unser Rufus sich hier bei der Wahl, in welchem Laden er denn jetzt halt wirklich die Dienstleistung in Anspruch nimmt, sich nicht für den schnellen, unkomplizierten Weg entscheidet, sondern tatsächlich rechts sich zunächst bei dem Therapeuten auf die Couch legt. Zunächst mal ist es ja schön, wenn man liegt, hat man es einfach ein bisschen bequemer. Aber ich habe, wo ich das jetzt so sehe, es erinnert mich natürlich mal wieder an meine Biografie. Ich habe sehr viele Berufe ausgeübt im Laufe der Jahre. Ich will da jetzt nicht auf alle eingehen. Ich kann das ja schon auch rein zeitlich nicht. Da hatte ich gerade meinen letzten Job verloren als Babyfotograf. Danach habe ich ungefähr 2 Jahre lang keinen Beruf ausgeübt. Ich habe von meinen Ersparnissen gelebt und habe ein Hobby entwickelt. Immer wenn ich wusste, dass irgendwo ein Haus abgerissen wird, habe ich mich unmittelbar, bevor das losging, nochmal in dieses Gebäude reingeschlichen und mir den Hausabriss von innen angeschaut. Und daran habe ich sehr, sehr gerne gedacht. Und wenn ich in dieser Szene ein bisschen zu gut gelaunt wirke und vielleicht der ein oder andere sagt, was ist denn mit dem Rufus los? Jetzt wisst ihr es, ihr Lieben.
Das mit dem Babyfotografen hat es mir gar nicht erzählt. Das wäre ja hier an dieser Stelle, wären deine Fähigkeiten als Babyfotograf ja sehr gut eingesetzt gewesen, weil, und damit greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, denn ebenfalls in diesem Bild noch nicht zu erahnen, aber am Horizont, nicht wirklich am Horizont, am unteren Bildrand, deutet sie sich schon an, ist möglicherweise auch die kommende Notwendigkeit versteckt, Babys zu fotografieren. Wer hätte es gedacht? Ja. Mama Bosos Muttermilch. Das war ja wirklich nicht vorherzusehen. Er spoilert doch nicht falsche Sachen? Okay. Männliche Aushilfskraft gesucht. Na, da kann die lange suchen. Wo muss ich das Schild denn aufstellen? Aufstellen. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Ach, Eintopfgesicht. Der Welker steht heute oft auf dem Schlauch, verursacht so einige Schmerzen im Bauch. Man möchte ihm so manches Mal in die Hand nehmen und ihm den einen oder anderen Tipp geben. Doch er ist in dieser Hinsicht nur eines ganz und gar stur. Doch nicht grundlos und eher zu Recht. Doch well, manchmal wird uns schlecht. Da hilft kein Jammern und Stöhnen. Der Welker wird uns auch bald mal wieder verwöhnen. Und dann... Liebe Freunde, dann fängt der ganze Schmerz von vorne an. Feldpalm. Ja. Ich fand, keine Ahnung. Also, die letzten Male hatte ich die Deponia-Logik eigentlich irgendwie ganz gut drauf. Aber jetzt gerade funktioniert hier überhaupt nichts mehr. Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Die sind nicht ansprechbar, bis es Essen gibt wahrscheinlich, ne? Könnte ich mir vorstellen, oder? Ich weiß nicht. Irgendwas muss hier passieren. Mama Boso hätte die... Ich habe keine Idee. Immer noch nicht. Ich komme mit dem Baby nicht weiter. Ich komme mit dem Strick nicht weiter. Ich komme mit ihr nicht weiter. Hallo. Hallo. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon... Das ist ein Witz, oder? Für mich erstmal gar... Gute Wahl. Davon gibt's hier. Kann ich das Schild wiedergeben? Ich habe das Schild davon. Na, hier, da oder? Kann die lange suchen. Nun, Will, du bist ja auch hartnäckig. Wieso hartnäckig? Die ja alle ihre geheimen Lösungen austeilen. Ja, die Lösung, die den Hinweis mit dem Pfand habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Magst du Milch? Nicht nötig. Mit seinem Haarwuchs ist nun wirklich alles in Ordnung. Was mit euch beiden? Ich wüsste nicht, was denn das bringen sollte, aber... Das wird ihr jämmerliches Sie... Das wird ihr jämmerlich... Karre, blau. Kannst du mit dem Formular gar nichts beantragen? Nee, kann ich nicht. Mit dem Formular, weil da fehlt das Irrzeichen. Soweit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ach, den Schraubenzieher vielleicht. Holler-55. So. Hm.
Stimmt, ich habe immer nur die Irks probiert. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Hm, anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Schnappen wir uns neues Antragsformular. Was können wir denn noch hier haben? Die anderen beiden brauchten Irks, ne? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Erstmal nix. Ein Ersatz-Irk. Hallo? Was ist denn das? Das war ja, ja klar. Ist klar. Das Irk geht nicht. Was meine Schraubenzieher denn hier? Und der Zahnbürste vor allen Dingen. Wir hatten hier die Kiste. Achso, okay. In den Kriechgang der Türsensor war ja mit zum Zellenblock. Achso, dann bin ich ja unten wieder nur zu Dings hier gekommen. Das bringt mir glaube ich nicht. Wir gehen nochmal in den Zellenblock. Vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Nee, hier haben wir alles gemacht, den Zellenblock. Dann gehen wir doch nochmal nach unten. MK446, schönen guten Abend. Ich könnte natürlich noch mehr Schraubendreher bestellen, ja. Ich gehe nicht davon aus, dass ich noch einen zweiten kriege. Das ist alles derselbe Vordruck. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt, wo ich Nachschub finde. Ich glaube kaum, dass ich zwei Schraubendreher haben kann. Was werde ich denn mal beantragen? Und selbst wenn, wüsste ich nicht, was mir das bringen sollte, zwei Stück. Holler-5-5. So. Mit zweien könnte ich ein Kreuz machen, ja. Und mit drei ein Sternchen. Wahrscheinlich kommt jetzt einfach nur eine Nachricht zurück, dass ich schon einen habe und krieg dann weiter. Das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Bin dir ebenfalls danke für den Follow. Piepskugel, danke für den Host. Nee, das ist der eine, den ich halt kriege halt, ne? Den werde ich hier später wahrscheinlich noch brauchen. Aber jetzt gerade kriege ich den wahrscheinlich, es sei denn, ich kann den Türsensor damit manipulieren. Ha. Was wäre ich für ein Bastler, wenn ich diesen billigen Türsensor damit nicht überlisten könnte? Ein super Bastler, der niemals versuchen würde, einen raffinierten Hochsicherheitssensor ohne das richtige Werkzeug zu knacken. Mein Irkzeichen steckt in dem, bei ihm hier. Oder bei ihm. Im Papierflieger. Ich müsste es hier irgendwie hochkommen lassen. Ich müsste das Irkzeichen irgendwo hochkommen lassen. Meinetwegen auch durch die Rohrpost. Er hat es. Da steckt ein Bleibuchstabe in der Schein groß. Den bräuchte ich. Dahin. Aber ich sehe jetzt gerade keine Möglichkeit, den da hinzuschleusen. Das ist das Problem. Hast du mir eine Geschichte? Schraubendreher-Phänomens? Ja. Ich habe sie geworfen. Möglichst von einer hohen Stelle aus. Ich habe aber schon versucht, oben von da wo das Kind ist, die zu werfen. Achso, man hat hinten natürlich irgendwie, ne? So eine Kante, ne? Das ist ein bisschen umgefaltet. Es ist ja auch noch kein Papierflieger, es ist momentan nur ein beschwerter Flyer.
Ich kann es kaum erwarten, diesen Kuhfuß auszuprobieren. Aber nicht an meinen eigenen Sachen. Die brauche ich doch noch, um Gutes zu tun. Ich habe ja schon Stellen gesehen, wo dieser Turm zu sehen ist. Da wäre es zum Beispiel. Da habe ich den ja versucht draufzuwerfen. Aus dem Flyer könnte ich einen prima Papierflieger bauen. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Vielleicht finde ich ja einen Weg, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wie bei meinem selbstgebauten Massagesessel. Die Schleudersitzfunktion. So, und da sagt er, das ist ja auch kein Papierflieger, sagt er ja. Ich kann mich hier oben nochmal hinstellen und den da werfen, aber das wird ja bestimmt dasselbe sein. Oder von dem da, aber also da könnte ich den ja sogar anklicken. Aus dem hier. Flyer könnte ich anderer, vielleicht wie beim Schleud. So, und es ist ja nicht so, dass ich das nicht schon ausprobiert hätte, ne? Vor einer Stunde ungefähr. Hier ist eine Fassade weg, wenn du das meinst, aber hier sehe ich keinen Turm. Und hier ist auch nichts, was ich irgendwie anvisieren könnte irgendwo so. Also gehen wir nochmal zu dem Baby. Gute Neuigkeiten! Echt jetzt? Komm mit! Oh je! Heul nicht rum und halt nicht das, was ich sage. Hier sehe ich den Turm aber nicht. Hier ist kein Turm. Und auch nichts, wohin ich es werfen könnte. Das kannst du also auch vergessen. Irgendwie war das noch nicht so, Helden. Das zeigt man wohl, sonst wird. Und ich habe auch versucht, den von hier zu werfen. Und auch das ging nicht. Das habe ich auch schon versucht. Ich kann später noch entscheiden, was ich mit nach Elysium nehme. Ein Seitenschneider wäre nicht übel. Ja, Run, aber es war überhaupt gar kein hilfreicher Tipp. Ehrlich nicht. Weil beide Stellen, die ich hier erreichen kann, wo was zu sehen ist. Bei Boso mag ja hier keine Fassade mehr sein, aber von hier aus sehe ich die Aufstiegsstation auch nirgendwo. Hier kann ich auch nichts werfen. Und das dürfte nicht mehr als Rohpost gelten hier. Dass ich es da reinwerfen kann. Kann ich nicht mehr. Das bringt nichts. Wenn man jetzt alles zusammennimmt, ist das hilfreich, was? Was steht denn auf dem Flyer drauf? Kann ich nicht mehr lesen. Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Wurk. Den Flyer kannst du nicht mehr lesen, aber das sind die... den habe ich ja aus dem Strickladen, den Flyer. Ursprünglich mal bekommen. Miguel Mobster. Der lag ja auf dem Tresen. Sinn macht das aber nicht. So, aber von hier oben kann ich den nirgendwo hinwerfen. Den Flyer. Wo sollte ich den hinwerfen? Von der Idee her. Hat der Hangman Deathproof die Schlacht? Erst seit, aber ab so. Ach, interessant. Das hatte ich vorhin auch versucht. Machen wir denn extra auf den Kopf? Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Hupsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Das macht doch keinen Spaß. Aber das macht doch kein, was, das ist doch keine Logik. Was soll denn das für eine, ganz ehrlich jetzt, was ist denn das für eine Logik? Ich muss irgendwas ganz anderes anvisieren und dann fliegt es dahin. Das, aber ich meine, das macht doch keinen Sinn. Das ist doch aber überhaupt nicht, mal ansatzweise auch nicht mit um die Ecke denken irgendwie so. Das kann man doch nur wissen, wenn man schon weiß. Oder nicht?
Nee, das ist nicht mehr die Eponia-Logik. Das ist einfach nur eine bodenlose Unverschämtheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ehrlich, da, bei sowas kann ich echt sauer werden. Was hat Pilz Gaming denn da geschrieben? Ach so, was sind das denn für Symbole? Alter, da kannst du doch nur sauer bei werden bei sowas. Das ist doch total hirnrissig, sowas. Also so richtig schwachsinnig. Na nu, ist auch nicht ein Slayer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz cool, im Gegensatz endlich, zu mir natürlich. Therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Nee. Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Oh, Junge. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Er wirft die jetzt nicht sogar zurück, die ne? Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Jetzt ist es irgendwie wieder weg. Also Logik ist für mich, wenn du wenigstens über meine 17 Ecken etwas nachvollziehen kannst. Das ist nicht nachvollziehbar. Also du kannst mit den gesammelten Informationen da eigentlich nicht von alleine sinnvoll drauf kommen. So. Du solltest die Therapie stören. Das einzige Wurfobjekt in deiner Tasche ist der Flieger. Der Rest ergibt sich von selbst. Besteht nicht mal stören. Toni, hast du Therapie bekommen. Ja, okay. Gut, okay. Hast du irgendwie... ist die Frage, wie ich die mal ansprechen kann. Aber okay. Der hat sich das Bleigewicht jetzt aber nicht eingesteckt, ne? Ach doch, hat er. Okay, ich dachte, er hätte das Irk verloren jetzt. Das dachte ich, dass er das Irk verloren hätte. Rufus hat mal gesagt, der Flyer könnte jemand noch das Leben erleichtern. Das war ein Hinweis. Och, ey. So, wir brauchen ein neues Formular. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich bei Pogi schnell Kopfschmerzen bekomme. Da bin ich ganz bei dir. Soweit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Wir beantragen jetzt auf jeden Fall erstmal einen Ersatz-Irk. Wozu? Das funktioniert einwandfrei. Nein, wir brauchen einen Ersatz-Irk. Haben wir es jetzt nicht gemacht? Echt? Er muss es doch nicht rausnehmen. Lass das drin. Soweit, so gut. Was werde ich... Strich 75. So. Man kann immer ein zweites Irk gebrauchen. Vielleicht brauchen wir mal einen Papierflieger, damit wir in den vierten Teil damit fliegen können. Oder vielleicht fordern wir einfach einen Elefanten mit rosa Ohren an. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Keine Ahnung. Das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Das ist nicht so cool. Ja, aber er läuft selbstständig weiter. Oh, da kommt er hinterher. Aha. Ist ja interessant. Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Ja, dann gucken wir noch mal. Na? Ist er gar nicht mehr da? Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag
außer Gefecht gesetzt. Wow. Ah, Rufus. Wir haben ein neues Problem. Ich mag Smudo. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Ein Seil. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Ein Seil, ja? Ach Moment, ich könnte aber jetzt die Rohrpostleitung ja wieder öffnen. Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Janosch, was mit dir? Hey Janosch. Hallo Rufus. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Obwohl, nee, wir fragen ja mal, wie der Plan war. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Genau. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich... Kein Kommentar. Okay, alles klar. Bis später. Sei bitte. Mit dem spreche ich gar nicht. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Aber das Seil würde mir jetzt ja gerade nichts bringen, weil... Das kriege ich ja sowieso nicht... Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen zum Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Cool, das sieht ja lustig aus. Ja dann... Ich zieh mich nicht um, wenn jemand zuguckt. Ich bin nicht so ein Mädchen von dieser Sorte. Alles klar, Mädchen. Raus. Na, hier guckt jetzt aber keiner zu. Das können wir nochmal machen hier. Alles klar, dann gehen wir da mal durch. Und dann gehen wir da mal rein. Cool, es hat funktioniert. CPL, guten Abend. Nanu, warum meine Kopfhörer wieder, dass ich jetzt zuschalten? So, ich habe mein Spieler rausgetappt daraufhin. Herr Doktor, endlich! Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Aha. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm. Entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Sezierbesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ja. Gute Nacht, Ayuta. Immerhin bin ich Chicorée. Sie meinen Chirurg? Das auch.